können die Erinnerung von Assassinen entdecken, deren Existenzen und Taten in keinem Geschichtsbuch aufgezeichnet wurden. Kann ich das? Okay. Requiem eines Assassinen. Töten sie alle im Auftrag genannten Ziele. Ziel 1 da hinten läuft, da siehst du. Zack. Das ist schön, dass ich nicht springen muss. Also, dass ich nicht von selber springen muss. Das ist ganz angenehm. Aber... gibt es denn... lass mal gucken. Lululu, hallo Wache. Spielt dir nix, dann willst du mir auch nicht. Siehste? Geht doch. Ah, diese Mönchsgruppen, ne, kennt man. Komm. Das geht schneller. Haben wir noch irgendwo? Ah, wir brauchen einen neuen Teamy. Fitti. Sorry, I'm sorry, I'm sorry. Versteck finden? Leute. Versteck finden, Versteck finden, Versteck finden. Da oben, ne? Komm schon. Hoch, hoch, hoch. Gut. Rein. Zack. Und hoch. Hast du fein gemacht. Sorry. Muss ein Versteck finden. Sorry. Na? Ich hätte ein Versteck gefunden. Entfernung 8 Meter. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Versteck. Wo ist mein Versteck? Wo ist mein Versteck? Achso, muss ich hier außerhalb des Gebietes ein Versteck finden? Oder was? Ich check's nicht. Wer checkt's? Checkt's irgendjemand? Ja, aber... ich glaube, ich habe es jetzt gerade nicht so... es gibt ja nirgendwo Bänke, wo ich hin kann. Es gibt keine Heuwagen. Da ist was. Nehmen wir das. Komm mal hoch. Hopp. Hopp. Na los. Klettermäxchen. Yay, mein Versteck. Husch. Reicht das? Ja, logisch. Schön. Töten Sie ein Ziel. Haben wir gemacht. Belohnungen passieren. Ja, schick. Funktioniert. So. Mission verfügbar. Auch schick. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn im Inventar? Oh, schick, schick, schick. Von der Farbe her müsste das selten sein, ne? Stiefelhammer, auch schick. Neue Armschoner, hier Schulterpanzer, auch schick. So, kann ich denn im Shop eigentlich verkaufen? Kostenlose Belohnung? Nee, das mache ich dann nicht, wenn ihr dabei seid. Ich will euch nicht mit Werbung zumüllen. Gegenstände? Ja, guck mal. Oh, da blasen sie dir das Geld um die Ohren. Besondere Waffe. Uhuhu. Was kostet denn so Münzen? Ja. Ja, ordentlich. Stattlich. Na klar, das, der 10-Euro-Artikel ist natürlich immer beliebt. Hat man ja sonst nie. So, ich will mal ein bisschen mehr Punch. Ich nehme den ja nie her, aber ich muss einfach Punkte investieren, damit ich die nächsten Fertigkeitsbaum einsetzen kann. So. Jetzt halt, wo geht's weiter? Er hier. Aha, dann kann ich eigene Ausrüstung herstellen. Was kann ich hier? Hier kann ich nichts. Bei den Aufträgen war noch was. Machen wir die
Kampagne weiter, oder? Geht denn das hier so? Oh, guck mal. Haben wir eh bald durch. So, dann schauen wir mal. Machen wir die Kampagne noch und dann entlasse ich euch in den wohlverdienten Feierabend. Gucken wir mal. Was gibt's denn alles? Retten Sie Demetrio und bringen Sie ihn in Sicherheit. Okay, kriegen wir hin. Finden und bestechen Sie alle korrupten Soldaten. Wie besteche ich jemanden? Finden wir es raus. Sie haben... Komm, ernsthaft. So, Ärzte. Aha, okay, gucken wir mal. Sie lernt, wie sie sich bei Ärzten Heilung verschaffen, wie sie wichtige Dokumente aus einem Taubenschlag bergen. Okay. In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie mit missionsrelevanten Objekten und Charakteren interagieren. Da erreichen Sie den Wegpunkt, um zu beginnen. Und jetzt kommt wieder dieses... Baut sich jetzt alles auf und so, ne? Naja, es ist doch geil, oder? Das ist doch richtig gut. So, hallo Arzt. Jetzt kann ich die Gesundheit auffüllen. Machen wir mal. Füll mich mal auf. Oh, mir geht's ja richtig schlecht. Ich kann jeden Arzt nur einmal fragen. Machst du mich heile, bitte? Oh, das ist so nett. Oh, schau mal, was hier mit Verbeugung und so. Da freut er sich. Was hat er mir gegeben? Jetzt geht er. Und wie sieht das aus, wenn er verschwindet? Hä? Da passiert jetzt dann noch was, ne? Gucken wir mal. Was macht er jetzt? Er bleibt da hinten stehen. Nee. Und verschwindet. Ach, schön. Ja, ist doch geil gemacht. So, ich nähere mich dem Taubenschlag. In Taubenschlägen können Sie missionsrelevante Informationen finden. Mhm. Oh, guck mal. Ach, das ist toll. Also das, also... Doch, gefällt mir. Hallo, Ziel. Assassinen haben dichtes und geheimes Netzwerk an Verbündeten. Tippen Sie auf das Symbol, um Ihren Kontakt die Nachricht zu übergeben. Ottavio, hallo Ottavio. Was hat er jetzt gemacht? Oh, gib dir doch irgendwas in die Hand. Schade. Egal. Was machst du jetzt? Nichts. Egal. Hab ich das gemacht? Hab ich gemacht. Okay, sehr gut. Na, ist doch interessant. Ein Brief traf für Machiavelli ein. Unterschrieben von jemandem namens Demetrio, ein Erfinder, der beabsichtigte, Cesario Borgia zu ermorden. Ein Assassine wurde entsandt, um den nachzugehen, doch er fand Demetrio in Ketten gelegt und um sein Leben bettelnd vor. Zu starten. Der ganze Platz steht unter Kontrolle der Borgia. Nähern Sie sich weiter Demetrio. So. Wow. Rot, 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 rot. Scheiße. Das sieht jetzt nach einer nicht sehr... Bestechen Sie den korrupten Soldaten. So, okay, das bist du dann wahrscheinlich, weil zu dir gehe ich ja gerade hin. Es gibt noch mehr korrupte Wachhauptmänner. Nutzen Sie das aus. Wird beim Bleiben gefangen halten, finden Sie heraus, wie man ihn befreien kann. Ah, das mag ich. Okay, das mag ich sehr. So, gucken wir mal. Oh, hallo. Was? Wieso? Hallo? Bist du betrunken? Mach doch sowas nicht. Ja, alarmiert. Deine Mutter ist alarmiert. Hallo? Bleib doch mal stehen jetzt! Jung! Da gucken sie aber, ne? Hier hast du. Was? Verschwinden Sie! Verlassen Sie diesen Platz! Und jetzt? Okay, achso, wir gehen. Okay, wir gehen. Wir gehen zusammen. Okay. Du gehst aber woanders hin als ich. In Ordnung. Wo ist denn mein kleines Ziel? Hm. Könnte ja noch mehr Wachen bestechen.
Das ist auch noch so ein Hauptmann irgendwo. Wo geht der lang? Da oben. Okay. Hallo. Okay, muss dann von der anderen Seite hin anscheinend. Also es gibt anscheinend so ein Gebiet. Könntest du bitte laufen und den bitte mal kurz fragen, ob er sich erbarmt, mich zu ignorieren? Danke. Es gibt anscheinend, ich muss alles so von außen anscheinend umlaufen, damit ich quasi an jeden rankomme. So, gucken wir mal. Da ist auch noch einer, offiziell. Aber wie komme ich an den ran? Wie komme ich an dich ran, mein Freund? Na gut, an dich komme ich ran. Ah, das ist doch so ein bisschen hacklig gemacht irgendwie. Ich komme da irgendwie nicht so richtig ran und plötzlich heißt es so, so, jetzt haben wir dich entdeckt. Hühü. Alles gut jetzt. So, next. Wir gehen nochmal einmal außen rum. Hallo? Zur falschen Zeit am falschen Ort. I'm sorry. Warum wurde mir der nicht angezeigt? Checkt ihr das? So, da haben wir dich. Woran liegt's? Weil ich Geld war? Ist noch nicht so ganz rund irgendwie. Also ich mache hier wahrscheinlich gerade den größten Scheiß meines Lebens oder so. Ich bin schon mal auf eure Kommentare gespannt. Das könnte interessant werden. Ist hier auf dem Dach. Okay. Ja, ich mache einfach mal. Ja, wie weit denn noch? Nett. Okay. Ja, nice. Bin doch super. Du bist auch wichtig, ne? Du bist für die Dachwachen. Yay, wir haben die Herausforderung geschafft. Schön, oder? Ja, habe ich, ich weiß. So. Wie kommt der Bump runter? Ah ja, hier geht es anscheinend runter. Uff, okay. Ja, da sagt er eher so, nee, lass mal, das ist ein bisschen rot. Ein Arzt! Toll, wollen wir den mal fragen? Nee, es rentiert sich ja gar nicht, oder? So, aber jetzt zu unserem Zielobjekt. Ah, toll. Ah, das nehme ich. So. Und dich hole ich mir schnell. Flipp. Oh, Verzeihung. Toll gemacht. Hallo, mein Freund. Befreie dich. Hab ich gemacht. Ja. Ja, patrouillierende Wachen werden wir nicht mehr viel haben, ne? Tippe ich jetzt mal drauf. Da sind noch welche. Ah, da läufst du genau hin, ne? Ja, da läufst du genau hin. Ist der brav? Laufen die jetzt her? Guten Tag. Guten Tag, die haben... Ne, okay, die haben keine Chance. Alles klar. Ich kann sie auch nicht attackieren. Jetzt kann passiert gerade gar nichts. Ah! Ja, super, ne? Manchmal. Freundchen, ich versteck mich mal kurz. Lauf du mal weiter. Hier passiert schon nichts. Bin ja da. So, ich jetzt? So, weil wie läuft denn der? Ja, entschuldigen Sie mal, gute Frau. So. Geschafft. Habe ich. Oh, schön. Wenn es einmal so richtig durchrennt. Dimitri versuchte mehrfach eine versteckte Klinge nachzubauen und schuf am Ende eine noch tödlichere Version.
Schade, das hätte ich ganz zu Ende gelesen, aber ich lese zu langsam. Oh, ich kann fertig nutzen. Yay. So. Fertigen. Um mit fertig zu beginnen, fügen Sie bitte einen Gegenstand hinzu und tippen Sie auf den ersten Moment hinzuzufügen. Mache ich. Wenn Sie bei fertigen Gegenständen hinzufügen, können Sie neu erschaffen. Tippen Sie auf zum fertigen hinzufügen. Der erste Gegenstand wurde hinzugefügt zu dem zweiten Gegenstand. So, mache ich. Tutorial-Entwürfe. Es wird Zeit, dass Sie etwas über Entwürfe erfahren. Wenn Sie etwas fertigen können, Sie das Ergebnis mit Hilfe von Entwürfen beeinflussen. Wir schenken Ihnen einen Entwurf. Danke. Tippen Sie auf das Entwürfe-Symbol. Und dann auf Kaufen. Na gut, kann ich einen anderen auch auswählen? Nee. Schade. Und tippen Sie auf Fertigen. Alle Gegenstände sind fertig. Alles gut. Tada! Geschützter Stoff, Brustpanzer. Das war jetzt. Ja. Fertigen. Besteht die Wahrscheinlichkeit, ein Gegenstand von höherem mit Hilfe des Entwurfs, haben Sie die gewünschten Gegenstände fortfahren. Ja, auch nicht recht viel besser. Ja, mach ich mal. Aber der war jetzt nicht so der Brüller, ne? Gucken wir mal. Was haben wir denn? Stiefel. Auf jeden Fall besser, bis auf die Gesundheit. Naja, okay. Ja, der soll jetzt besser sein. Gesundheit. Gibt der Manöver, keine Ahnung, was Manöver bedeutet, wissen wir noch nicht. Die Rüstung geht runter, die Stärke geht runter. Ne, der kommt, den verkaufen wir. So. Das tut mir leid, aber entschuldige mal. Was zur Gesundheit, Manöver? Sprengkraft? Aber die rüsten wir aus. So. Schade, ist der blaue weg. Aber den kann man bestimmt teuer Geld verkaufen. Ja, sehr gut. Meine Startausrüstung mal verkaufen. Gibt nix. Hose haben wir eine gute. Verkaufen. Schulterpads haben wir auch. Verkaufen. Und die Schuhe. Erhöhen die Gesundheit, aber geben Rüstung und Stärke runter. Verkaufen. Schick. Ich habe einen Berserker. Ich muss auf Angriff gehen. Bringt mir ja sonst nichts. So. Haben wir das auch. Dann gehen wir zurück und starten dann in der nächsten Folge dann mit dem Ansturm der Krähen. Bis dann.